Einen schönen guten Morgen zum jetzigen JFD Live Trading bzw. JFD Devisenradar vorab hier kurz nach 9.30 Uhr. Es gab kleine Tonprobleme. Könnte auch sein, dass ich heute ein Stück weit leiser zu hören bin. Da muss jetzt hier nochmal ein Test laufen. Wir wollen aber trotzdem natürlich jetzt online gehen, weil es hier interessant wird. Sie sehen hier schon auf dem Bildschirm den Euro gegenüber dem japanischen Yen. Dazu hatten wir gestern auch was Interessantes aufgestellt und da ziehe ich Ihnen gleich mal die Saisonalität rein. Das sieht nicht gut aus. Warum? Weil der Euro gegenüber dem japanischen Yen mit Blick auf die vergangenen Handelsjahre, auf die vergangenen 18 Handelsjahre hier im Schnitt verlor. Und zwar ab dem morgigen Handelstag. Und das sieht bereits heute schon nicht schön aus. Wenn wir uns hier mal den Euro gegenüber dem japanischen Yen anschauen, dann sehen wir hier bereits schon eine kurzfristige Schwäche seit dem gestrigen Tag, beziehungsweise vielmehr seit dem Wochenauftakt. Und das führte auch im Umkehrschluss schon direkt hier zur Unterschreitung eines kurzfristigen Aufwärtstrends, den wir jetzt hier schon mit der gestrigen Schwäche schon sauber unterboten haben. Und rein saisonal deutet sich hier bis Anfang September eben eine Schwächephase an, die hier das Währungspaar sukzessive weiter zurückführen dürfte, weiter zurückführen sollte. Das kann natürlich alles auch jetzt schon recht schnell passieren. Das heißt, wir können auch direkt heute schon hier weiter abtauchen und hier bis zur Unterstützungszone um 133,25, 133,50 hier in diesen Horizontalbalken eintauchen. Das ist ein Niveau, das möchte ich jetzt mal ergänzen zu der gestrigen Analyse, die Sie hier finden. Gestern haben wir hier darauf hingewiesen, dass Euro-Yen eben ab dem 6. August ein interessanter Short wird. Hier haben wir auch die Equity-Vergangenheitskurve. Wir haben ja auch hier in den vergangenen Jahren sozusagen, da fehlt noch 97, aber eigentlich nur 4 Mistrades gehabt. In der Folge ging es vom, das kann man ja sehr schön feststellen, 6.8. bis 3.9. konkret gen Süden hier bei diesem Währungspaar. Das wäre auch nochmal der Chart von gestern dazu, hier mit dem zeitlichen Aspekt. Und wie gesagt, hier ist praktisch jetzt eigentlich die Entscheidung gefallen. Auch mit der heutigen Schwäche geht es direkt schon weiter runter. Und es kann natürlich auch ein Tag, beziehungsweise es kann auch eine Handelszeit jetzt werden, ab heute schon, ab morgen natürlich, die hier den Euro gegenüber dem japanischen Yen auch noch deutlich tiefer führt. Unter eben hier diese Unterstützungszone, da wäre 131 zu nennen und im Weiteren dann hier eine Preisorientierung in Richtung 126. Das kann natürlich alles passieren. Der Euro gegenüber dem japanischen Yen also hier in jedem Falle jetzt saisonal definitiv unter Beschuss. Und das ist eine Situation, der man sich hier ja fast schon hingeben muss. Man darf mal gespannt sein. Es gibt, wie gesagt, Ausnahmejahre. Man darf gespannt sein, ob es dieses Jahr wieder so kommt, aber die Wahrscheinlichkeit, die statistische, ist eben doch hoch. Und auch hier, das zeigt natürlich der Saisonalitätsindikator mit Blick auf die nächsten 40 Tage, dass es hier rigoros gen Süden gehen kann. Man muss das wahrscheinlich gar nicht bis zum 3.9. durchhalten. Gegebenenfalls kann man hier schon vorher versuchen, dann auch Gewinne mitzunehmen. Aber im Schnitt, und hier nochmal zurück eben auf den Artikel, im Schnitt darf man hier rund 315 Pips korrigieren. Potenzial erwarten. Im Jahr 2008 war es ein bisschen heftiger, da ging es sogar knapp 1070 Pips während dieser Zeitphase gen Süden. Also das ist dann schon sehr, sehr ambitioniert, aber es kann, wie gesagt, alles passieren. Und das ist rein technisch gesehen jetzt hier auch eine schöne Ausgangssituation, da man eben hier jetzt schon fallende Preise sieht. Und dazu gehen wir jetzt direkt nochmal in den 15-Minuten-Chart, um heute mal die Tages-Intraday-Situation näher zu beleuchten. Interessant hierbei, dass mit dem morgigen Tag, das will ich gleich nochmal vorab einwerfen, mit dem morgigen Tag hier auch ein schwacher Börsentag, Finanztag für den Euro gegenüber dem japanischen Yen ansteht. Also hier nur 40% positive Schlusspreise zeigt an, dass der Donnerstag hier statistisch gesehen während der letzten 52 Handelswochen ganz klar ein negativer Tag ist. Im Hinblick auf die letzten 15 Jahre kann man natürlich sagen, oha, 56% positiver Schlusspreise, da spielt schon wieder eine positive Tendenz eine Rolle, um nicht zu sagen, das ist der positivste Tag. Also ganz interessant, aber wenn wir uns natürlich historisch auf die jüngere Perspektive konzentrieren und da haben wir natürlich die jüngsten Preisgeschehnisse mit drin, ist es doch schon sehr, sehr interessant, dass der Donnerstag hier schon am Tag der saisonalen Schwäche vorab hier eine weitere Indikation in Sachen schwacher Preisentwicklung vorauswirft und das ist, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Schauen wir aber hier mal auf den Euro-Yen. Der hat sich bislang hier recht zurückhaltend bewegt. Die ASA-Range knapp 40 Pips. Im Schnitt bewegt er sich knapp 90 bis 95 Pips. Das heißt hier, nach der Average-True-Range haben wir hier noch deutliches Potenzial auf der Unter-, natürlich auch wie auf der Oberseite. Aber die Tagescandle hier rechts zu sehen, ist schon sehr ambitioniert. Wir sind hier mit 15 Grad unterwegs und es deutet sich, wenn es hier tatsächlich jetzt nochmal zum Ausbruch auf ein neues Tagestief kommt,
deutet sich hier tatsächlich eine weitere Schwächephase an, die dann hier eben knapp, ja, 80 Pips Potenzial nach unten noch versprechen könnte. Also hier ist auf jeden Fall noch ein Stück weit was möglich, im Ausdehnungsfall wohl bemerkt. Das kann auch alles hier ein Stück konservativer ablaufen, aber es deutet sich hier mit der schwächeren Entwicklung zum gestrigen Nachmittag. Asia-Session auch ausverkauft. Wenn jetzt in der European-Session sozusagen nochmal oben drauf gedrückt wird, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Euro gegenüber dem japanischen Yen weiter zurückfällt und hier entsprechend eine Verlustphase einkehrt, die sich hier nach unten entsprechend weiter fortsetzen sollte. Also für den heutigen Tag eine Short-Tendenz mit Blick auf die kommenden 29 Kalendertage, dann ab morgen sowieso generell abwärts orientiert. Und das ist, wie gesagt, eine ganz interessante Basis. Wenn es jetzt hier, und da sieht es jetzt nicht danach aus, wir sind gerade mal ein Pip vom Tagestief weg, wenn wir hier sauber nach unten auskehren, dann können Pullbacks als Re-Entry-Chance genutzt werden, um dann sozusagen in den Trend einzusteigen. Prallt der Euro gegenüber dem japanischen Yen hingegen jetzt hier unten ab am Tief der Asia-Range und bestätigt sich sozusagen nicht der aufkommende Verkaufsdruck, der hier durchaus Einzug halten könnte, dann wäre es natürlich möglich, dass der Euro gegenüber dem japanischen Yen hier nochmal in Richtung Vorwochen hochzieht, beziehungsweise halt Vorwochen tief und Richtung Pivot Point. Da haben wir dann auch mit den gestrigen Tiefs jedoch hier eine markante Widerstandszone. Also Vorwochen tief Pivotpunkt, also über 135,60, sehe ich den Euro gegenüber dem japanischen Yen heute auf keinen Fall. Wenn es dazu kommt, wäre es eine Überraschung, dann kann es Richtung 136 gehen, keine Frage, auf Vortageshoch hier 136,17 rund. Aber das wäre jetzt hier nicht das präferierte Szenario für den Euro gegenüber dem japanischen Yen. Insofern heute vielleicht schon der Startschuss für die Korrekturbewegung der nächsten Wochen. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich drücke Ihnen die Daumen. Nachher hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, zum JFD Live Trading, dann mit der Beschau zum DAX. Wollen doch mal hoffen, ob der Sound dann noch wieder funktionaler ist. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.